Sandro Zanker war ein wilder Ritt heute Abend. So ein Spiel, wo man das Gefühl hat, einfach der, der nach 60 Minuten führt, gewinnt. Wie hat ihr den Match erlebt? Ja, es war eine emotionale Achterbahn, kann man so sagen. Aber ich glaube, wir haben sehr gut gekämpft über 60 Minuten. Und schlussendlich haben wir den Sieg sicher verdient. Ihr seid immer wieder in Führung gegangen, der Gegner ist immer wieder zurückgekommen. Was macht in so einem Spiel den Ausschlag? Ja, sie sind wirklich sehr hartnäckig, auch heute wieder. Sie sind 10-mal hintereinander gewonnen. Wir haben gewusst, was auf uns zukommt. Wir haben relativ gut dagegen gehalten und schlussendlich haben wir halt das Goal mehr geschossen und das hat dann gelangt. Sie hat die Siegesserie von Freiburg 10 Matches in Folge, die man gewonnen hat, durchbrochen. Was, hat man da jetzt eigentlich etwas gut vom Rest der Liga in so einem Fall? Nein, ich glaube nicht. Morgen ist schon wieder ein neuer Tag, eine neue Runde. Es wird morgen genau nochmal so ein Herzspiel und wir versuchen auch morgen wieder 3 Punkte zu holen.